Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter und Millionär kann man nur werden, wenn man andere Menschen betrügt. Geld hat bei vielen Menschen ein sehr negatives Bild. Vor allem spirituelle Menschen lehnen Geld und Besitz eher ab und entscheiden sich für Mangel und Verzicht. Doch ist es wirklich notwendig, um wirklich spirituell zu wachsen? Du erfährst es in diesem Video. Viel Spaß! Alles, was existiert, besteht aus Energie. Somit ist auch Geld nichts anderes als Energie. Doch ist es eine positive oder negative? Dazu müssen wir erst einmal verstehen, woher das Geld kommt. Geld hat uns vor tausenden Jahren die Tauschgeschäfte erleichtert. Somit mussten wir nicht mehr Ware gegen Ware tauschen, also Brot gegen Eier oder Äpfel gegen Holz. Wir konnten praktisch den Wert der Ware in Geld tauschen und genau dieses Geld in andere Waren eintauschen, und zwar dann, wenn wir es wirklich gebraucht haben. Das Geld ist wie ein Energiespeicher und macht viele Tauschgeschäfte leichter. In unserer heutigen Zeit sieht das so aus. Ein Mensch geht zur Arbeit und investiert viel Energie für seinen Arbeitgeber. Für diese Arbeit bekommt dieser Mensch einen Lohn. Nun wurde praktisch die Energie der Arbeit im Geld zwischengespeichert. Nun kann man diese Energie wiederum in Lebensmittel oder für Hobbys nutzen, wann auch immer man es braucht. Geld ist per se also nicht positiv oder negativ. Es ist erstmal in erster Linie ein neutraler Energiespeicher. Ob Geld gut oder schlecht ist, entscheidest erstmal du selbst bzw. deine unbewussten Konditionierungen. Die Energie des Geldes lässt sich in jegliche andere Energieform umwandeln. Setzt du es ein, um mehr Energie durch gesündere Ernährung zu erhalten? Möchtest du mit der Energie des Geldes deiner Familie dabei helfen, ihre Zukunftsträume und Ziele besser erreichen zu können? Oder nutzt du es, um das Verlangen deines Egos zu füttern? Willst du die Energie in materielle und unnötige Dinge wie Luxuskarossen oder teure Boote umwandeln, die dir keine energetische Gegenleistung bringen? Oder investierst du es sogar in übermäßigen Zigaretten- oder Alkoholkonsum, der deiner Gesundheit schadet? Mit Geld kann man jede Menge schöne Dinge auf der Welt vollbringen. Das Verlangen nach Geld kann einen Menschen aber auch regelrecht krank machen. Ja, es kann sogar die Gesellschaft krank machen. Und ja, ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Menschen dieser Krankheit unterliegen. Doch ob Geld gut oder schlecht ist, entscheiden wir selbst dadurch, wofür wir es ausgeben. Nutzen wir das Geld als Mittel zum Zweck oder definieren wir durch Geld unseren Status, unser Glück und unsere gesellschaftliche Position? Es kommt nur auf das eine an. Besitzt du das Geld? Oder besitzt das Geld dich? Also nein, es ist nicht verwerflich, Geld anzunehmen oder für seine Dienstleistungen Geld zu verlangen. Mit Hilfe des Geldes passiert ein wichtiger Energieaustausch. Manchmal wird auch uns bei Higher Mind vorgeworfen, dass wir gerade als spirituelle Menschen doch all unsere Kurse und Coachings kostenlos anbieten müssten. So gerne wir das auch machen würden, doch wenn man von Anfang bis Ende denkt, ist es ein fataler Irrglaube. Für all die Videos, Kurse, Meditationen und Coachings investieren wir Energie. Wenn wir Menschen damit helfen, tanken sie diese Energie. Wenn jetzt keine Energie als Ausgleich zurückfließen würde, könnten wir unsere Mitarbeiter, unsere Server, unsere Software, unsere Steuern und alles andere, wohin Energie fließt, nicht abdecken. Geld ist wichtig, damit der Energieaustausch funktionieren kann, denn sonst könnte kein Unternehmen und keine Dienstleistung überleben. Geld ist Energie und Geld kann dir unheimlich nützlich sein. Wenn du weißt, wie du die Energie des Geldes richtig einsetzt, dann kannst du deine energetische Schwingung damit erhöhen. Investiere die Energie des Geldes in Dinge oder Erlebnisse, die dir noch viel mehr Energie zurückgeben. Gebe es nicht für das aus, was noch mehr Energie aus dir heraussaugt. Lasse die negativen Glaubenssätze, die du über Geld hast, los und versuche, Geld als Energiespeicher zu sehen. Verändere deine innere Einstellung zum Geld, beginne Geld willkommen zu heißen und nicht durch negative Kommentare über reiche Menschen, Marken, teure Autos und so weiter abzustoßen. Akzeptiere, dass es nicht falsch ist, sich mehr Geld zu wünschen. Akzeptiere, dass es nicht tugendhaft ist, arm zu sein. Geldsorgen können dich ganz tief im Wurzelchakra blockieren.
Es kann zu großen Existenzängsten kommen und schwere Krankheiten hervorrufen. Versteh mich hier nicht falsch. Natürlich ist innerer Reichtum wesentlich wichtiger als das Geld. Doch bei den meisten Menschen bedingt das eine auch das andere. Wer sich vor äußerem Reichtum verschließt, der verschließt sich automatisch auch vor seinem inneren Reichtum. Wer allerdings im Inneren reich ist, dem fließt oft Geld automatisch zu. Wenn es dir also wichtig ist, spirituell zu wachsen, dann hilft es dir überhaupt nicht weiter, wenn du das Geld verteufelst und alle anderen verurteilst, die viel Geld haben. Überleg mal, vielleicht hilft es dir mehr, wenn du in dieser Hinsicht lernst, loszulassen und Reichtum einfach zu dir fließen lässt. Ganz egal, ob innerer oder äußerer Reichtum in Form von Geld. Zu wenig Geld zu haben ist schlecht. Zu viel Geld zu haben kann aber auch schlecht sein. Wichtig ist immer, besitzt du das Geld oder lässt du dich vom Geld besitzen? Damit Geld als Energie zu dir fließen kann, musst du deine inneren Blockaden lösen. Nur wenn du inneren Reichtum besitzt, kann sich das auch im Äußeren widerspiegeln. Das schaffst du, indem du an deiner geistigen Einstellung arbeitest. Dies ist leider nicht von heute auf morgen möglich, sondern ist ein Prozess, der tägliche Übung und Achtsamkeit erfordert. Über viele Jahre haben wir unser Unterbewusstsein mit negativen Ansichten über Geld gefüttert. Unsere Einstellung wird hauptsächlich von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Deshalb ist es notwendig, dass du dein Unterbewusstsein neu ausrichtest und neu programmierst. Das ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Es macht sogar unglaublich viel Spaß und schenkt dir zudem mehr Freiheit, Zufriedenheit und mehr Lebensqualität. Wenn du also mehr inneren Reichtum in dein Leben ziehen möchtest, dann solltest du dir unbedingt dieses Video über das Gesetz der Anziehung ansehen. Dort zeige ich dir, was du beachten musst, wenn du lernen willst, dein Unterbewusstsein neu auszurichten. Ganz egal, ob auf Reichtum, Gesundheit, Beziehungen oder Glück. Schau es dir unbedingt hier an, es ist eines der wichtigsten Videos hier auf diesem Kanal. Zum Zweiten ist es überaus hilfreich, wenn du dein Unterbewusstsein mit neuen Glaubenssätzen fütterst. Es gibt keine effektivere Übung als Affirmationen. Das hilft dir massiv dabei, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Ich verlinke dir hier auch meine Reichtumsaffirmationen und das Beste daran, es ist so kinderleicht. Du kannst einfach das Audio nebenbei laufen lassen und dein Unterbewusstsein ohne Aufwand mit neuen Glaubenssätzen füllen. Alles klar, das sind die Tipps, die ich dir noch mit auf deinen Weg geben wollte. Wenn du noch ein paar Kniffe kennst, dann lass es unsere Community wissen, schreib's unten in die Kommentare und lass uns gegenseitig voneinander lernen. Und wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann lass auch eine Bewertung da, abonniere unseren Kanal und drück auf die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, in dem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!